Verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Herzlich willkommen am 18. Mai 2018. Duale Seelenprozesse und Geheimnisse. Das ist die tägliche Botschaft. Und bei diesen Aufnahmen handelt sich in erster Linie um Dualseelenprozesse und Geheimnisse, was ich im Verborgenen Astrologie erkennen kann. All das, was wir nicht sehen, alles, was im Verborgenen liegt, alles, was hinter verschlossenen Türen passiert, die ganzen Geheimnisse werde ich ins Licht bringen. Und das ist nicht nur in die liebe Partnerschaft, das kann natürlich auch um berufliche Situationen handeln, um Finanzen oder um eine rechtliche Lage. Dualseelen. Ich möchte erstmal erklären, wie ich das verstehe. Seele ist untrennlich, also kann nicht in zwei Teilen trennen. Dual bedeutet aber zwei. Wie hängt das zusammen? Bei diesem Liebe, bei diesen Begegnungen handelt es sich um karmische Liebe. Und das heißt, dass die Seelen kennen sich schon von früher. Die Seelen sind miteinander vertraut. Die Seelen lieben sich auch. Die Seelen kommunizieren auch. Eine Art Telepathie entsteht. Aber nicht nur das, man fühlt auch die anderen, zwar nicht in einem anderen Zeitpunkt, sondern in gleichem Moment, egal wie weit die Entfernung ist. Das heißt, hier gibt es keinen Raum und keine Zeit. Ich kann das so beschreiben, wenn jemand fühlt, dass die anderen gut geht oder vielleicht schlecht geht, genau in diesem Moment passiert bei anderen, auch wenn die Entfernung ganz weit ist. Oder wenn man an ihn denkt, der andere empfängt das sofort, gibt keine Zeitverschiebung. Und man fühlt das, also man nimmt die Gefühle wahr, aber auch die Gedanken. Vielleicht viele können das nicht erklären, woher das kommt, aber sie nehmen das auf jeden Fall wahr. Die Seelen kommunizieren sich miteinander oder entstehen Traumbilder oder kommt ein anderes Signal. Die Seele hat eine andere Sprache, die Seele hat eine Symbolsprache und vermittelt etwas. Und viele von euch fühlt auch so in die liebe Partnerschaft, dass es etwas Besonderes ist. Es ist in seelischen Ebenen. Und das möchte ich immer wieder mal ein bisschen beleuchten, beschreiben. Das bedeutet, wenn ihr an anderen denkt, er nimmt das wahr. Oder ihr könnt euren Wünsche, Gedanken auch an ihn versenden. Das wird auch wahrgenommen. Oder die Gefühle natürlich. Die einzige, was hier blockiert, die Zweifel und die Ängste. Das macht natürlich alles unbeweglich. Und hier ist wichtig, und das ist die wichtige Lernaufgabe, das Vertrauen. Vertrauen an diese Begegnung, Vertrauen an diese Liebe, da ist etwas Göttliches dabei. Und welche Geheimnisse handelt? Als erstes möchte ich noch beschreiben, dass die Tage sind, wenn wir zurückdenken in die Vergangenheit, es gibt bestimmte Tage, die gleiche Energie herrschte wie heute. Das wiederkehrt sich, das nochmal, wie ein Rhythmus. Und wir können jetzt zurückblicken am Tag der 16. November 2017. In diesem Tag, 16. November 2017, habt ihr einen Wunsch gehabt oder Sehnsüchte gehabt. Und dieser Wunsch und Sehnsucht hat sich so angefühlt, das wird nicht zum Erfüllung gehen. Das heißt, ihr habt daran gar nicht geglaubt, aber der Wunsch war da. Oder in diesem 16. November 2017 habt ihr Erwartungen gehabt. Oder ihr habt auf eine Nachricht gewartet. Oder dass er sich
meldet oder dass ihr treffen könnt oder habt ihr ein, wie gesagt, eine Nachricht gewartet und ihr habt in diesem Tag das Gefühl gehabt, es wird nichts. Und so hat sich das auch angefühlt. Es hat nicht eingetroffen. Es kam keine Nachricht, es kam keine Verabredung, es ging nichts voran. Also der Tag hat sich so angefühlt, dass alles so hoffnungslos ist. Die Plätze, wo das bei vielen abspielt, ich würde nicht sagen bei jedem Einzelnen, aber bei vielen waren das ausländische Kontakte oder hat das mit einer Reise zu tun gehabt oder ein Urlaubbekanntschaft. Und bei vielen war das im Arbeitsplatz diese Begegnung oder vom Früher, dass man vom Früher zusammengearbeitet hat. Und natürlich kommen diese Sehnsüchte, diese Erinnerungen. Das war das Kern. Die Gefühle und Gedanken an diesem 16. November und es kehrt heute zurück. Und heute passiert etwas. Er glaubt immer noch nicht daran, dass er sich meldet, dass da wieder Kontakt entsteht. Und das ganze Geheimnis liegt daran, dass das unerwartete Ereignisse jetzt kommen, eine Überraschung. Etwas, womit ihr gar nicht gerechnet habt oder habt ihr das schon losgelassen oder versucht loszulassen oder ihr betrachtet das als beendet. Plötzlich kommt eine Nachricht, eine Botschaft. Das kann von Ausland kommen, das ist auch möglich oder hat mit Reisen etwas zu tun oder kommt eine Überraschung, kommt eine Nachricht. Aber viele erleben das im Arbeitsplatz, entweder in den jetzigen Arbeitsplatz, dass da ein Kontakt entsteht, eine Verabredung oder dass er sich wieder schreibt. Aber das kann auch ein ehemaliger Chef oder ein ehemaliger Kollege sein, dass das wieder der Kontakt da ist. Welche Geheimnisse kann ich noch vermitteln im heutigen Tag? In der rechtlichen Lage kommen Einflüsse von außen, womit ihr auch nicht rechnet. Oder viele haben jetzt den Blick und haben die Klarheit, was läuft richtig oder was läuft schlecht, was läuft falsch in einer rechtlichen Lage. Dann die Auslandsreise kommt die große Frage, soll ich nicht, soll ich den Kontakt pflegen oder soll ich diese Reise buchen oder wird überhaupt eine Reise sein? Oder wenn das um Dreieckbeziehung handelt, das kann natürlich auch bedeuten, dass viele machen die Gedanken, oh, die beiden gehen jetzt auf die Urlaub, was wird dann? Also entsteht eine Unsicherheit und hier ist wichtig im Vertrauen bleiben und diese Unsicherheit überwinden, weil das ist die heutige Lernaufgabe. Dann, ihr werdet etwas Neues entdecken heute, etwas, was für euch ganz neu ist, entweder ein Kleid oder ein Buch oder eine neue Idee kommt, also heute ist auch eine Entdeckung. Und das kommt auch plötzlich und unerwartet. Und heute ist der Tag, das, was ihr im 16. November gewünscht habt oder womit ihr beschäftigt habt im Vergangenheit, das trifft jetzt ein. Und Überraschungen kommen beruflich oder kommt ein Angebot, ein berufliches Angebot, womit ihr auch nicht gerechnet habt. Und das sind die Geheimnisse des Tages und das ist energetisch, steht in Verbindung mit 16. November 2017. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.